So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vampir. Mir ist eingefallen, dass wir unsere Palmas doch schon mal gesehen haben. Ja, zumindest hatte ich den Verdacht, dass das doch, ja, dieser Junge und sein Vater war, die am Anfang mal gestritten haben. Hier, die beiden habe ich ja gesucht. Und ja, ich glaube, hier haben wir einen der Palmas. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und wir können seine Blutarmut auch heilen, das machen wir sofort. Medizin. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Sehr schön. Der Mann, nach dem du gesucht hast, ist tot. Wen hatte er denn gesucht? Oh Gott, das ist so lange her, dass wir die beiden hier getroffen haben, als sie sich hier, ja, volle Kanne gezofft haben. Nicht nur gezofft. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. Yay. I told you I was tough enough. I'll be free soon. Ja, ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen sollte. Keine Ahnung, das ist keine Freiheit. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. Your old fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. Junge. I'm fine and I have a future here. Naja. Gut, hier fehlt uns leider noch sehr viel. Hier auch. Vielversprechender Nachwuchs, Untersuchung erfolgreich, okay. Have you heard anything about Nurse Quinn dispensary? Never heard of her. Okay. Goodbye. So, dein Vater müsste doch denn auch hier noch irgendwo rumstreunern. Eigentlich. Ich hoffe, der ist nicht weggerannt. Nein. Nein. Gucken wir mal in die andere Richtung. Was ist das hier? Okay. Was ist das denn hier? Aber sein Vater scheint nicht hier zu sein. Verdammt. Also wir können ihm leider sowieso nicht helfen. Gegen Neuralgie habe ich nichts dabei. Aber ich hätte ihn trotzdem schon mal gerne gesehen. Huch, waren wir hier schon mal? Sieht ja sehr eigenartig hier aus. Was ist das hier? It's locked, all right. Geht nicht, okay. Und hier gefällt es mir auch nicht. Das ist hier sehr gruselig irgendwie. Ja, wo ist dein Vater? Gibt es noch was zu holen? Oh, warte mal. Oder ist das der Junge? Nee, das ist doch der Vater, oder? Ja, super. Dann wissen wir schon mal, dass der hier bei der Händlerin rumrennt. Das ist sehr gut. Wie gesagt, haben wir leider gerade nichts für ihn. Okay, mehr kann ich nicht mit dir machen. Ich hätte nur hier bei ihm hier langlaufen müssen. Ach, wie ärgerlich. Na gut. Gut, die beiden hängen hier rum. Neuralgie. Da, ja, habe ich leider noch nichts. Mist. Oh, warte mal. Ich könnte was verkaufen, aber der Händler hatte ja leider nichts mehr davon. Ich brauche jetzt halt leider auch wieder ein bisschen mehr. Ergotamin nur noch 9 Stück. Du hattest sowas nicht, oder? Frag mal lieber nach. Ach, du hast auch noch eine Erkältung. Oh. Ach, sie ist Miss Swanborough. Oh Gott. Bitte schön. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business. Dann fehlt nur noch ihr Mann, der ebenfalls, glaube ich, auch eine Neuralgie hat. Okay. Opium, Ergotamin, tatsächlich. Dann muss ich doch nochmal verkaufen, dann könnten wir das tatsächlich herstellen und ihm wenigstens helfen. Oh Gott, warte mal, ich hatte doch hier noch 2 Sachen. Ja, der Ring ist wenigstens ein wenig was wert. Das ist auch nur ein wenig. Na gut.
Dann werde ich hier leider von den Sachen noch ein bisschen verkaufen müssen, von dem kleinen Scheiß. Oh Gott. Wie viel brauche ich denn? Moment. Noch eins. Oh nee, dich nicht. So. Und noch ein. 18. Oh, Entschuldigung. Ich dachte 15. Reicht aber auch noch nicht. Na gut. Swansbow-Mixtur. Nee, danke schön. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt davon? Nein. Dahin. 13. Ich brauche noch 2 Stück. 2. Mist. Und uns fehlt dann halt trotzdem noch Mr. Swanbow. Ihr Mann. So, sie ist geheilt. Er erholt sich auch. Ja, jetzt ist noch er hier. Und das sind vor allem die beiden Schlimmstfälle. Ah. Mason Swansbow. Warum erfahre ich denn nicht, wo du bist? Hier ist auch noch alles gesperrt. Boah, der ist voll gruselig. Guck mal. Ach, der ist blind, ne? Oh. Halt, ich kenne den Blinden. Haben wir den nicht mal getroffen? Aber woanders? In den Docks? War das der? Da bin ich gerade etwas verwirrt. Oder war das der hier, den ich gerade verwechsel? Es war wahrscheinlich der. Ich denke an diesen, der halt so... Ja, so eigenartig war. Enid Gillingham kennen wir gar nicht und deswegen wissen wir auch nicht, was sie hat. Okay, aber ihn hier kennen wir doch auch nicht, oder? Mason Swanbow. Ganz ehrlich, ich suche jetzt nochmal. Ich würde hier kurz meinen Cut setzen und suche nochmal, ob ich den doch schon irgendwo getroffen habe. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe hier eine Tür gefunden. Mal gucken, was da ist. Boah, ich habe gerade so einen krassen Kampf hinter mir. Ganz, ganz starke Zombies. Oh, und ich sehe, hier liegt noch ein bisschen was. Na, leider nicht das, was ich gerne hätte. Oh, ich komme da auch schneller hoch. Sehr schön. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet. Ja, den Kampf habe ich jetzt leider nicht aufgenommen. Schade, habt ihr echt was verpasst. Das war echt hardcore. Die waren alle Level 16. Das war schwer. Jetzt mal gucken, was hier ist. Vielleicht gleich der nächste Kampf. Oder reden welche? Das ist er doch, oder? Das ist er. Ah, aber wir haben keine Bandstufe 3. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall Bandstufe 3, damit wir mit dem reden können. Wie auch immer ich Bandstufen skille. Aber das war er doch gerade, oder? Das war, glaube ich, unser Swanbow, den wir gesucht haben. Okay. Wo ist das? Hier hinten. Dann mache ich mir hier mal einen... Ah, man kann so schlecht markieren. Jetzt stehen wir halt im Weg für die Markierung. So, ich mach mal so. Oder mach mal so. Dann weiß ich, dass der da ist. Ich darf nur die Markierung nicht wegnehmen. Boah, der Kampf gerade. Das war echt hardcore. Aber ja, ich habe leider nicht die Sachen bekommen, die wir eigentlich brauchen. Schade. Oh. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir haben eigentlich nur unsere Hauptquest. Diese eine Nebenquest mit ihr. Die Menschen heilen, aber das bringt uns halt gerade nichts. Wir müssen skillen. Mir bleibt leider tatsächlich gar nichts anderes übrig. Ist die andere... Okay, der andere Punkt bleibt. Aber ich laufe gerade falsch. So, wir müssen tatsächlich schlafen gehen und mal gehen, sonst bringt uns das alles nicht weiter. Bandstufe 3. Ja, da müssen wir mal gucken, wie ich Bandstufe 3 bekomme. Oh! Wo kommst du denn her? Noch einer. Na gut, die EP nehme ich gerne mit. Warum nicht? Au. Habt ihr vielleicht das, was ich brauche? Eisentrat? Nee, brauche ich nicht. Wo ist der andere, den ich hier... Schon weg? Oh, City Spot? Ich weiß nicht. Naja, hier sind wir wieder in Sicherheit. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe echt Angst, dass wenn wir jetzt schlafen gehen, die beiden Leute, die halt so schwer krank sind, sterben werden. Andererseits kann ich es dann halt auch nicht ändern, weil wir können halt nicht ewig ungeskillt rumlaufen. Und ihr seht ja, wenn wir da eh die Bandstufe brauchen. Mal mit dir noch irgendwas? Wir haben ja nur einmal gesprochen. Nee, du bist gesund und...
Hier ist auch nichts Neues. Okay. Goodbye. Dann alles gut. Sie dürfen weitergehen. Ist es das Haus? Ich muss gerade suchen. Oh. Nee. Da ist es. Glaube ich. Oder auch nicht. Verdammt. Hier aber. Ja, mit dem blutigen Handabdruck. So, dann gucken wir mal. Ich würde halt auch echt gerne viele Sachen skillen. Es gibt wohl so eine... Wie heißen die denn? Wurde mir im Kommentar geschrieben. So eine Special-Attacken. Die kann man wohl nur einmal im Gefecht benutzen, aber... Ja, besser einmal als keinmal. Aber da müssen wir halt jetzt gucken, wegen der Bandstufe. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir Bandstufe 1 oder 2 sind, ob wir da nichts haben. Ich gucke vorher nochmal an unserem Tisch, aber... Nee, fehlen uns wirklich diese zwei Sachen. Das hier mache ich jetzt mal nicht. Achso, warte mal. Hier können wir noch was auseinandernehmen, sehe ich gerade. Bringt uns leider auch nicht das, was wir brauchen. Schade. Ja, und die Verkäufer haben leider nichts mehr. Die habe ich gerade schon abgeklappert. Da ist kein Ergotamin mehr dabei. So. Ja, wenn jetzt jemand stirbt, ist es leider Pech. Ach, wir hatten das hier. Wir haben die Wut geskillt gehabt als Ultima. Mhm. Ja, ultimativ ist das. Dann gibt es noch Abgrund und Blutkessel. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was mir da empfohlen wurde. Ja, das war das Biest. Haben wir das überhaupt mal benutzt? Ich weiß gar nicht, wie ich das benutze. Da werde ich mal gucken müssen, wegen der Steuerung, wie ich das hier überhaupt verwende. Um das Blut dann ins Tier zum Kochen zu bringen. Ja, es waren alles ganz nette Sachen. Die Aktion des Feindes im Bereich und fügen ihm enormen Schaden zu. Aber gut, da wir einen Ultimativ haben, würde ich da jetzt nichts machen. Wo ist denn das mit den Bandstufen? Das wüsste ich halt gerne. Auch schön, aber nicht... Hier sind gar keine Bandstufen. Dann werde ich die wohl ganz anders bekommen, oder? Vielleicht durch mein Level? Ich weiß es nicht. Zumindest sehe ich hier nichts mit Bandstufen gerade. Autopagie. Deiner Meinung und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Können wir das nochmal höher skillen? Können wir tatsächlich. Und dann gibt es hier noch verschiedene Abzweigungen. Ah, du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Tieres und machst es wehrlos. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere. Was Neues möchte ich gar nicht machen. Du brauchst Ausdauer, um in den Schatten zu... Nee. Eigentlich schön, aber... Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, lieber auf mehr Blut oder Ausdauer gehen. Ausdauer macht uns halt ständig zu schaffen. Gesundheit, Ausdauer, hier halten was. Da brauche ich 1000 Punkte. Hui. Na gut, komm. Wir brauchen wirklich mehr Ausdauer, das ist echt wichtig. Das können wir uns schon nicht mehr mal leisten, schade. Schade, schade, schade. Wie sieht's mit Blut aus? Gesundheit ist... Ach, weiß ich nicht genau. 600 bräuchten wir hier. Blutkapazität könnten wir auch mal steigern. Blutaufnahme, wenn Biss im Kampf verwendet wird, brauchen wir auch, aber... Ja, ist jetzt die Frage. Direkt mit mehr Blut starten ist vielleicht schöner. Komm, naja, komm, ich nehme mal das hier. Wir kriegen mehr Blut dazu. Dann schaue ich mal, ob ich uns auch noch die Blutkapazität... Das geht auch noch, okay. Machen wir die beiden Sachen. Jetzt haben wir noch 500. Damit können wir gesundheitlich leider nichts mehr machen, ne? 600. Ach, schade. Das hier kann man auch noch weiter skillen, ist aber sehr teuer. Die muss ich ja auch alle selber machen, ne? Kosten keine absorbierte Treffer. Ich könnte mal... A-Details. Warte mal. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkt Schaden absorbiert, bis sie verschwindet und zerstört wird. Aber auch 600. Also leisten können wir es uns jetzt halt eh noch nicht. Das kostet halt wahrscheinlich jetzt alles ziemlich viel, oder? 500 tatsächlich. Könnten wir den Sprung machen. Den Sprung finde ich auch sehr verführerisch. Kostet halt 10, Schaden 20. Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung des Ziels aus und verursacht Schaden bei der Landung. Da können wir halt auch direkt mehrere treffen und
sind aber natürlich dann auch direkt bei den Monstern drin. Hier könnten wir auch noch den Schaden. Ah, 600 wieder. Ich guck grad, muss halt sowieso erstmal durchgucken, was wir überhaupt möglich machen können. Ja, der Sprung wäre vielleicht. Bin mir nicht sicher. Wie verwende ich denn den Sprung überhaupt? Das steht hier natürlich wieder nirgendwo. Den muss ich ja wahrscheinlich dann austauschen, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ach komm, nehme ich den. Ha. Ich bin so unentschlossen. Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal mit dem Sprung. So, ich mache bestätigen. Die 500 sparen wir mal eben. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh Gott, ich habe Angst. Die folgende Nacht. Die haben jetzt schon 3 Sterne, die anderen. Aber immer noch Neuralgie. Okay, die sind nicht weiter geschädigt worden, so wie ich es gedacht habe. Wieso hat sie jetzt eine Erkältung? Das hatte sie vorher nicht. Das finde ich nicht so schön. Hier ist noch nichts los. Okay, die werden alle geheilt. Das finde ich schön. Und wir sind bei stabil gesund sogar. Gereinigt. Wir haben das Hospital gereinigt. Das ist schön. Warum sie jetzt eine Erkältung hat, weiß ich nicht genau. Die können wir, da können wir uns aber drum kümmern. Hier haben wir bedenklich immer noch leider. Und wie sieht es hier jetzt aus? Hier fehlt noch einer. Und wir steigen aber auf gesund. Okay, sehr schön. Annette Gillingham fehlt uns leider. Okay. Das freut mich, dass das hier so gut ging. Hier ist halt immer noch unsere typischen Sorgenkinder, haben aber immer noch Neuralgie. Okay. Wurden nicht weitergeschickt. Und hier müssen wir uns nochmal um eine Erkältung kümmern. Okay, gut. Das lief ja besser als gedacht. Da würde ich sogar sofort mal zu... Oh Gott, ich kann ihren Namen halt nicht aussprechen. Zu unserer Chinesin laufen. Haben wir gegen Erkältung etwas da? Ist es das hier? Ja. So. Haben wir jetzt einmal Erkältung hergestellt. Neuralgie... geht gar nicht. So, dann machen wir das in der Folge noch. Wir suchen schnell noch Hyesun. Ah, schon wieder falscher Ausgang. Die müssten wir eigentlich schnell finden. Die läuft ja wahrscheinlich immer noch zwischen den Verletzten herum. Ich bin ganz froh, dass es hier keine Tag-Nacht-Zeit gibt, wo die Figuren sich an verschiedenen Orten aufhalten. Es ist gut, dass die immer am gleichen Ort sind. Sonst wäre das hier noch schwieriger, die alle zu finden, jedes Mal. Ja, guck mal, da unten sehen wir es sogar, unsere... Was stand denn da gerade? Ich konnte es so schnell nicht sehen. L3? Für unsere Wut? Ich habe es nicht so schnell richtig sehen können. Aber schön, dass wir das haben und ich das einfach nie eingesetzt habe. Das ist wieder so typisch mein Spielstil. Ach ja, aber ihr seid es ja gewohnt. Ihr kennt mich ja. So, wo ist unsere liebste Helferin? Man könnte ja schon fast von Assistentin sprechen, während sie rumläuft und Medizin verteilt. Damit tut sie ja das, was wir eigentlich auch tun. Nee, das sieht falsch aus. Oh Mann. Hier, Sohn, wo bist du? Ob die jetzt wieder... Warte mal, da muss ich auch gleich direkt mal gucken, ob die Händler jetzt wieder Sachen haben, die wir brauchen. Hast du wieder Ergotamin? Er hat wieder Ergotamin. Wir können die Neuralgie heilen. Oh, wie schön. So, wir müssen leider hier wieder einiges verkaufen. Oh nein, das wollte ich gar nicht verkaufen. Na egal. Ja, da decken wir uns direkt ein mit dem Ergotamin, würde ich sagen. Ich weiß, es dauert leider echt lang. Es tut mir leid, aber ich habe halt echt Angst, wenn ich auf... Wir machen mal mehrfach verkaufen. Ach so. Ah, okay. Na gut, das ist hier gar nicht mal so blöd gemacht. Okay. Ich hatte halt echt Angst, wenn ich darauf drücke, dass er einfach alles verkauft, was wir haben. Deswegen habe ich mich da nie rangetraut. So, er hätte sogar noch mehr auf Lager. Dann will ich auch noch mehr haben, bitte. Habe ich was zum Verkaufen, richtig? Nee. Gut, dann machen wir direkt wieder Mehrfachverkauf. Ja, so viel bringt das hier halt alles nicht. Naja. Und auch hier wieder den Mehrfachverkauf. So, wie viel kann ich mir jetzt leisten?
Sehr gut. Haben wir alle. Und wir können auch nochmal bei der anderen Dame vorbeischauen. Aber erstmal, wo ist hier so ein... Ich möchte jetzt ungern einen Cut machen, nur um eine Person zu suchen. Ich glaube, ich laufe falsch. Oder? Nee, das war falsch. Die ist da hinten irgendwo bei den ganzen Sachen. Hier auf keinen Fall. Hier laufen wir jetzt zurück zu unserem Typen, dem wir auch noch helfen müssen. Ah gut, dann sage ich jetzt einfach mal, wir machen Cut. Dann machen wir in der nächsten Folge, kümmern wir uns noch um Houston. Und um die Neuralgie, um einen Neuralgie-Patienten können wir uns garantiert kümmern jetzt. Dafür haben wir jetzt genug. Das ist sehr schön. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.